weiter. Wir müssen schnell zur ultimativen Garage kommen. Ich musste dafür nicht zweimal anhupen. G-Riders, hier ist Maria G mit dem G-Ride. Wenn ihr euch jetzt gerade erst einloggt, Nevar, der mysteriöse Gewinner des größten Rennens aller Zeiten, hat sich gerade als super geheimer Superklon des Megaschurken Draven geoutet und ist auf einem Drachen zur ultimativen Garage davongeflogen. Ich meine, auf einem Drachen? Wer tut sowas? Schade, dass er der Böse ist. Aber es bleiben einige Fragen offen. Warum hat Draven seinen verrückten Klon von der Leine gelassen? Wie lauten Dravens üble Pläne? Und was hat das mit der ultimativen Garage zu tun? Bleibt dran, G-Riders. Wir hören uns bald. Ich drück jetzt voll auf die Tube. Ich muss eine Garage retten. Ich hoffe nur, es gibt noch eine Garage, die man retten kann. Wer weiß, was Nevard mit ihr angestellt hat, er... Skorpion! Wow! Ich weiß, wir haben das größte Rennen aller Zeiten nicht gewonnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding hier besiegen werden. Ja, das haben wir schließlich schon mal. Fahrt Serpentinen! Gute Idee, Elliot! Ihr wird schwindlig! Das ist mein Einsatz! Achtung, Sophia! Badumtsch. Halt dich bereit, Sophia! Er sticht zu! Los! Und er ist erledigt! Woo! Yeah! Dieses Monster wird Monster-Kopfschmerzen haben, wenn es aufwacht. Ja, dann sollten wir besser nicht hier sein. Also die ultimative Garage steht noch. Ja, aber unglücklicherweise stehen die beiden hier auch noch. Überrascht? Ihr habt doch nicht geglaubt, dass ihr sie besiegt hättet, oder? Gefällt euch, was ich hier gemacht habe? Nicht wirklich. Warum glüht das so? Hast du an meinen Geräten rumgefummelt, Nevard? Sagen wir, ich habe sie verbessert. Du hast die Energie der Tetraflamme eh nie ganz verstanden. Nein, du bist es, der die Energie nicht versteht. Und nun sei ein guter, böser Klon und gib sie zurück. Ich, glaube, das war ein Nein. Es ist noch nicht vorbei, Nevard. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Nein, ist es. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Wir brauchen eine neue Location, um uns einen Plan auszudenken. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie er sich in unser altes System gehackt hat. Ich hatte das Sicherheitssystem komplett verschlüsselt. Wem sagst du das? Es war so kompliziert, dass ich mein Passwort auf ein Post-it schreiben musste. Okay, damit ist meine Frage beantwortet. Und wo fahren wir jetzt hin? Hey, ich hab da was. Folgt mir. Was ist das denn hier? Ich behaupte mal, dass eine Autowaschanlage mit gigantischen Wasserdüsen nicht der perfekte Ort für empfindliche elektronische Geräte ist. Aber das kriege ich schon hin. Sag mir, wenn du Hilfe brauchst, Quinn. Danke, Elliot. Hier ist ein Mob. Oh. Eine Station für spontane Farbwechsel? Eine Farbenthüllungsstation. Sie enthüllt in der Molekularstruktur des Lacks verborgene, alternative Farben. Struktur, Moleküle, bla bla. Weißt du was? Das ist cool. Tja, ich konnte nicht anders. Ich weiß, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich wünsche mir, wir könnten genauso leicht wie das hier auch herausfinden, warum Nevard die Tetraflamme so hochgefahren hat. Sieht aus, als müssten wir vorher noch was anderes rausfinden. Und das neueste, total schrägste Ereignis in Hot Wheels City ist das plötzliche Auftauchen dieser gigantischen Eiswaffel. Und das mitten auf der Kreuzung von High und Star Street. Mmh, Schokolade. Das neueste? Das
Das checken wir mal aus. Drücken wir auf die Tube. Passt auf da hinten. Räder hoch. Achtung, Eiswagen. Da ist gerade ein Gebäude verschwunden. Wir müssen von dieser Straße runter. Der Sheriff hat Barrikaden aufgestellt. Da vorne auch. Eine Umleitung. Da lang. Was soll er? Okay. Wessen Idee war das? Das war dann wohl ich, muss ich zugeben. Trayden? Ja. Du hast uns hierher gelockt. Das stimmt, aber es war die einzige Möglichkeit, euch dazu zu bringen, dass ihr mir zuhört. Warum sollten wir dir zuhören? Du hast das doch angerichtet. Es ist alles deine Schuld. Nein, ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin gerade erst nach Hot Wheel City zurückgekommen. Das war alles mein Klon, nicht ich. Und wer hat dich geklont? Ich weiß nicht. Deswegen muss ich ja so dringend mit euch reden. Also benutzt du deinen Klon nicht dazu, uns abzulenken, während du einen noch viel schrecklicheren Plan ausführst? Ich wünschte, es wäre so, aber nein. Wir alle brauchen Antworten auf unsere Fragen und dafür gibt es nur einen einzigen Ort. Wir alle? Meinst du damit, wir sollten uns mit Trayden zusammentun? Er ist ein Bösewicht. Elliot, der Feind deines Feindes ist dein Freund. Zumindest für eine Weile. Sehe ich auch so. Wenn wir uns von Süden dieser Strecke nähern, werden sie nicht wissen, wie viele wir sind, bis wir da sind. Das verschafft uns einen Überraschungsmoment. Und das gefällt mir. Bro, du verrätst ihm all unsere geheimen Tricks. Wir denken uns neue aus. Und auf geht's! Macht sie fertig! Ich meine, wuhu! Ist uns schon mal gelungen. Jetzt müssen wir nur noch... Passt auf! Wir brauchen größere Autos. Und vielleicht auch ein Boot. Hey, Chase! Wie willst du mich beim großen Rennen besiegen, wenn du mich noch nicht mal beim Proberennen zur ultimativen Garage schlagen kannst? Können, Elliot! Pures Können! Komm schon, Chase! Hey, hey, G-Ride-Abonnenten, meine G-Riders! Hier ist Maria G, live vom größten Rennen aller Zeiten! Dieses Rennen ist so spektakulär, es dauert insgesamt ganze 3 Tage. Und diese Hot Wheels City-Strecke ist der Wahnsinn! Haushohe Straßen, teuflische Loopings, unfassbare Sprünge und pfeilschnelle Zielgeraden. Da heißt es dann Fahrer gegen Fahrer und Wagen gegen Wagen. Und was ist der Preis für den schnellsten Fahrer oder Fahrerin der Welt? Das wird die Bürgermeisterin Chen von Hot Wheels City, die coolste Bürgermeisterin ever, euch jetzt verkünden. Danke, Maria. Ich möchte ja nicht mit dem Gewinn protzen, aber der Sieger bekommt das hier. Den einzigartigen, großartigen Hot Wheels City-Schlüssel der Großartigkeit, der die gesamte großartige Power von Hot Wheels City freischaltet. Habt ihr das gehört? Ich gewinne den Schlüssel der Großartigkeit. Du? Nein. Aber du darfst ihn nach meinem Sieg gern mal anfassen. Echt keine Ahnung, wovon du da redest, Chase. Entweder wird meine Nitro-Benzin-Maschine oder Sophia mit ihrem schnellen Fahrstil den Sieg nach Hause tragen. Genau. Träumt weiter, Leute. Der Schlüssel gehört mir. Ich habe sogar schon einen Anhänger dafür. Wie willst du mich denn besiegen, Elliot? Hast du deinen Motor gegen die Tetraflamme ausgetauscht? So viel Power wird niemand bändigen. Das war das Zeichen. Seht euch diese geballte Motorleistung am Start an. Das ist wirklich das größte Rennen aller Zeiten. Und in 3 Tagen wissen wir endlich, wer der oder die schnellste Fahrerin der Welt ist.
In den nächsten 5 Sekunden hoffen jedenfalls noch alle auf den Sieg. Haha! Wuhu! Ah, yeah! Ich brauche einen Schub für den Loop. Ah. 7 Grad Steigung gegen die Schwerkraft. Nimm das Huhn noch nicht aus dem Ofen, denn jetzt werde ich euch grillen. Alter, was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Jungs, ihr macht mich langsam hungrig. Auf den Sieg. Heilige Kurbelwelle. Ein Gorilla. Echt jetzt? Gorillas? Schon wieder? Wow, und er sieht nicht gerade glücklich aus. Er wird die ganze Stadt zerstören. Sollte das Rennen gestoppt werden? Ich weiß es nicht, aber da ist er schon. Pass auf! Hat mich erwischt! Elliot! Ich kann jetzt nicht anhalten. Komm schon, Twinmill! Dreh dich, Baby! Dreh dich, Baby! Nice, Elliot! Wir müssen dieses Ding aufhalten! Ja, sonst ist nachher niemand mehr zum Klatschen übrig, wenn ich das Rennen gewinne. Wenn wir diesen Gorilla nicht stoppen, gibt es keine Stadt mehr, in der wir Rennen fahren können. Herausforderung angenommen. Krasse News, G-Riders. Wenn ihr dachtet, das Rennen wäre heute die heißeste Info, liegt ihr falsch. Die krasseste Story lautet, ein Riesengorilla greift Hot Wheels City an. Lehnt euch zurück und seht dem Besten zu. Was für eine nette Einführung für mich, Bro. Bevor ihr ankommt, habe ich alles erledigt. Tut mir leid, Freundin, aber diesmal mache ich ihn fertig. Hey, großer blauhaariger Affe. Zeit, nach Hause zu gehen. Diesmal heißt es Hirn über Muskeln, Sophia. Oh-oh. Aktiviere Schubdüsen. Diesmal hast du dir zu viel vorgenommen. Oh-oh! Wow, echt krass. Pass auf! Ups, sorry. Das ist der krasseste Gorilla, mit dem wir es hier zu tun hatten. Yo, G-Riders, meine neue BFF, Bürgermeisterin Chen, hat mir gerade gesagt, wenn die Zerstörungswut des Gorillas so weitergeht, wird das größte Rennen aller Zeiten abgebrochen. Ich weiß es nicht, aber der fährt einen heißen Reifen.
grandios. Wer hat bitte Bananenschalen in seinem Auto? Kalium, mach dich wach. Wo fährt der denn jetzt hin? Zur Ziellinie! Nicht, wenn ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Nachdem er im Alleingang unsere Stadt gerettet hat. Als wenn wir nicht geholfen hätten. Geht der erste Platz nach Tag 1 des größten Rennens aller Zeiten an das Cosmic Coupé und seinen mysteriösen Fahrer. Navarre. Sogar sein Name ist cool. Das morgige Rennen fängt später an, da die Strecke erst repariert wird. Los, Hot Wheels City! Das gibt euch vier noch ein bisschen Zeit, um fahren zu lernen. Sorry, aber da konnte ich jetzt nicht widerstehen. Hey, danke, dass ihr den Gorilla beschäftigt habt, so konnte ich gewinnen. Ha, gerne doch. Viel Glück morgen. Viel Glück? Er hat uns das Rennen gestohlen. Naja, richtig gestohlen hat er es nicht. Er kam zu spät, hat einen Riesengorilla besiegt und gewonnen, während ich abgelenkt war. Und sein Auto ist super cool. Mag sein. Er kam einfach aus dem Nichts. Wer als Letzter in der ultimativen Garage ankommt, ist ein kaputter Blinker. Hey, hey, G-Riders! Guckt euch mal die Drohnenperspektive der ersten Runde vom letzten Tag des größten Rennens aller Zeiten an. Fastfish geht schnell in Führung, aber hallo, Twinmill gönnt seinem besten Bro nicht eine Sekunde Vorsprung. Tooligan und Cosmic Coupé liegen jetzt vorn. Aber Moment mal, mein Girl Sophia, die Meisterin der Geschwindigkeit, bringt LaFaster jetzt auf den vordersten Platz. Und sie wird auch die volle Geschwindigkeit brauchen, wenn sie Cosmic Coupés Führung von Tag 1 und 2 zunichte machen will. Yes! G-Riders, ich weiß nicht, ob ihr diesen Schatten gesehen habt, aber es sah so aus, als gehöre er zu... Lass mich raten. Zu einem feuerspeienden Drachen. Einem feuerspeienden Drachen? Was? Das war doch nur ein Scherz. Das ist nicht gut. Vorsicht! Das sind ja Riesenklauen. Die heißen Krallen. Du guckst echt. Viel zu viele Naturdokus. Seht mal. Wow. Die ultimative Garage. Wir müssen ihn aufhalten. Aber das Rennen! Nein, es geht um die ultimative Garage. Aber ich war am Gewinnen! Hey, da drin sind Leute! Du hast recht. Herausforderung angenommen. Sophia, wir bringen dich da runter. Ich hoffe, du weißt auch schon wie, Chase. Ich arbeite dran. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Ich lag falsch. Habe ich doch.
Wir müssen ihre Fallgeschwindigkeit verlangsamen. Ich hoffe, sie hat noch genügend Luft in ihren Reifen. Die müssen nämlich gleich eine ganze Menge abfedern können. Das ist es. Ach ja? Abfedern. Reifen. Wir können ihren Aufprall mit Reifen abfedern. Sehr gut. Ich falle immer noch. Ich hoffe, das hilft. Danke euch, Leute. Was soll denn das jetzt? Der Drache greift die Feuerwache an. Klingt logisch. Ich meine, wenn jemand was gegen Feuer hat, dann die. Auf geht's! Hilfe! Hier drüben! Wo sind die Feuerwehrleute? Am anderen Ende der Stadt bei einem Lagerhausbrand. Kommen Sie! Löschen wir diesen Drachen aus! Und womit? Mit Schläuchen! Ganz genau! Das hört ihr jetzt nicht zum ersten Mal von mir, aber... Wir brauchen Schub für den Loop! Wäre jetzt nicht die Zeit, dass Nevard auftaucht, um die Stadt zu retten? Ich trau diesen Typen nicht. Ich auch nicht. Ach, kommt schon, er ist toll. Habt ihr gesehen, wie cool sein Helm ist? Ja, aber jetzt liegt es an uns. Wir schaffen das, glaubt mir. Er ist stehen geblieben. Auf, du Feuersalamander! Auf geht's! Ein hübsch verpacktes Geburtstagsgeschenk. Sogar mit Schleife. Hey, wo sind denn alle? Das Rennen! Und für ihre außergewöhnlichen Fahrkünste unter höchst, sagen wir, schwierigen Bedingungen, überreiche ich ihnen den Hot Wheels City Schlüssel der Großartigkeit. Der Schlüssel, der die Großartigkeiten von Hot Wheels City freischaltet. Der Schlüssel, der alles... Danke, Bürgermeisterin Chen. Seien Sie versichert, dass ich ihn mit Bedacht einsetzen werde. Da seid ihr ja. Wie hat euch mein Drache gefallen? Ziemlich cool, oder? Dein Drache? Natürlich. Jeder Bösewicht braucht doch einen Drachen. Draven? Draven? Der coole junge Draven. Wie ist das nur möglich? Fragst du das im Ernst? Nevard? Draven rückwärts buchstabiert. Und ich dachte schon, das wäre zu offensichtlich. Du bist ein Klon. Ich ziehe neues Modell vor. Und mit dem Schlüssel der Großartigkeit und der Tetraflamme schaffe ich eine neue Hot Wheels City. Meine Hot Wheels City. Dante, Zeit für den Abflug. Zur ultimativen Garage. Ich kann nicht glauben, dass ich das nicht hab kommen sehen. Und ich kann nicht glauben, dass Nevard uns angelogen hat. Ich fand ihn so cool. Genau das wollte er doch auch. Im Lügen war er jedenfalls sehr gut. Tut mir leid, dass wir dir nicht geglaubt haben. Ja, wir hätten auf dich hören sollen. Schon okay, Leute. Wir sind ja füreinander da. Ciao. Diese verrückte Nevard könnte die ganze Stadt zerstören. Und ich habe ihm den Schlüssel gegeben. Was sollen wir jetzt nur tun? Was wir am besten können.
Town! Hey, hat da jemand vergessen, vom ersten Gang hochzuschalten, Speed? Hörst du etwa zu, dass er so mit dir spricht, Sophia? Ich überlasse meinem Auto das Sprechen. Nichts überhören, laut und deutlich. Huh? Nevard? Bin ich etwa zu spät dran für meine Führung durch die ultimative Garage? Nichts da. Wir machen uns gerade fit für das Rennen. Hey, wartet mal. Wer hat den eingeladen? Ich war's. Was hast du denn? Sag jetzt nicht, dass du neidisch auf Nevards Maschine bist. Eher verwundert. Sophia, du weißt, mit Maschinen kenne ich mich gut aus. Aber ein Modell wie seins habe ich bisher noch nie gesehen. Wahnsinn! Es ist genauso unglaublich, wie ich immer gehört habe. Und wow, die Tetraflamme! Super cool, oder? Oh ja! Was hast du damit vor? Auf aufpassen und zusehen, wie sie die Großartigkeit von Hot Wheels City befeuert. Genau. Sind diese extra großen Ansaugöffnungen eine Sonderausstattung? Mein eigenes Design. Wie habt ihr die Garagensysteme integriert? Das war alles Quinn. Sie ist das große Technikgenie hier. Sie hat sogar ein hochmodernes Sicherheitssystem entworfen. Mir ist das alles viel zu hoch. Wieso zu hoch? Das ist doch total einfach. Elliot, dein Passwort ist dein Name? Hey, Nevard! Ich helfe dir gern beim Check deiner Getriebeübersetzung, Einspritzung und der Schaltcomputer. Danke, aber das tue ich alles selbst. Ha! Du bist eine Ein-Mann-Band, Nevard. Hey, hey, G-Riders! Ich bin's, eure Maria G. für Hot Wheels Citys krasser neuer Polizeiwache. Und bei mir ist Sheriff Tony Nyong'o. Sheriff, was für Sicherheitsvorkehrungen haben Sie und Ihr Team für Tag 2 des Rennens vorgesehen? Nach dem gestrigen Gorilla-Angriff haben wir verschiedene Abschnitte der Strecke abgesichert. Die haushohen Straßen, die teuflischen Loopings, die Zielgerade und natürlich sind alle hier auf der Wache in höchster Alarmbereitschaft. Unsere Streifenwagen sind einsatzbereit und unser Kommunikationsteam kann jederzeit einen Notruf absetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, G-Riders, aber dieses Fangirl fühlt sich jetzt schon viel sicherer als vorher. Und fertig für Tag 2 des größten Rennens aller Zeiten, yo! Einmal rum und raus! Zeit für einen Nitro-Schub! Netter Schub-Q, aber vergeude nicht alles auf einmal! Wo das herkommt, gibt es noch mehr! Wow! Was hat die Maschine alles unter der Haube? Leute. Arbeiten wir diesmal zusammen? Wir dürfen den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Herausforderung angenommen. Hey, wo ist denn das Cosmic Coupé? Dafür ist jetzt keine Zeit. Kommt schon. E-L-L-I-O-T. Ich bin drin. Danke, Elliot. Und jetzt der Zugang zur Tetraflamme. Ich brauche einen Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Ah, den Schlüssel. Den Schlüssel der Großartigkeit. Du gehörst mir, du Krabbenmonster! Oder auch nicht!
bist dran, Twinmill. Auf ihn, Chase. Oder er auf mir? Das sieht nicht gut aus. Dieses Vieh ist zu groß. Er hat mein Auto aufgespießt. Er ist ja auch ein Skorpion. Wenigstens kein Parabutus-Skorpion. Die sind giftig. Hast du zu viele Naturdokus gesehen? Hey, das ist voll interessant. Das sollten wir später besprechen. Dieses Ding hält Sheriff Nyong'o gefangen. Habt ihr das gesehen? Er ist riesig, aber tollpatschig. Und wir sind klein, aber schnell. So können wir ihn ganz einfach aus dem Konzept bringen. Dann machen wir ihn fertig. Moment, sind wir uns sicher, dass das nicht dieser Parapapa, wie auch immer, ist? Okay, Herausforderung angenommen. Daneben! Mich kriegst du nicht! Dafür bist du nicht schnell genug, Scorpi. Nein! Da musst du schon früher aufstehen. Mach den Weg frei. Ich übernehme. Das war unglaublich. Nicht wirklich. Ihr habt ihn von mir abgelenkt. Ja, das war Teamwork. So in etwa. Gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch woanders hin. Na klar doch. Wohin? Zur Ziellinie. Das Rennen! Ich kann nicht glauben, dass er die Nummer schon wieder abzieht. Nicht, wenn die Twinmill noch was mitzubrummen hat. Passt auf, Jungs. Der gehört mir. Sorry, Speed. Ich mache das. Hier kommen die Spitzenreiter-G-Riders. Oh, wie krass ist das denn? Die Twinmill auf zwei Rädern. Der zweite Tag des größten Rennens aller Zeiten ist der Hammer. Das Cosmic Coupé verdrängt Fastfish und La Fasta. Oh, wartet, jetzt sieht es so aus, als würde La Fasta Cosmic bedrängen. Wow, jetzt bildet sich eine Viererkette. Oh. Was für krasse aerodynamische Fahrmanöver sie da abliefern. Jetzt kämpfen alle um den ersten Platz. Und es ist Cosmic Coupé mit einer Scheibenwischerlänge. Cosmic Coupé gewinnt Tag 2 des größten Renns aller Zeiten. Unglaublich! Mein Girl Sophia Speed in ihrem Wagen La Fasta und Tooligan teilen sich den zweiten Platz. Während Fastfish und Twinmill auf den Plätzen 4 und 5 landen. Mann, war das spannend! Woohoo! Der soll mich mal in einem fairen Rennen besiegen. Hey, es ist nicht Nevards Schuld, dass uns riesige Kreaturen auf der Strecke angegriffen haben. Trotzdem, ein bisschen komisch ist das schon. Nein, dass ich Fünfter wurde, ist etwas komisch. Keine Sorge, morgen ist ein neuer Tag. Das bedeutet auch eine neue Chance, um Zweiter nach mir zu werden. Rückwärtsgang! Okay, das hier ist physikalisch unmöglich. Es sei denn, du hast Zugang zu einer Art interdimensionalen Nexus oder einem Flaschengeist. Ich weiß, was mein erster Wunsch wäre. Noch mehr von diesen Loopings. Wie wär's, wenn wir diese Diskussion auf festen Boden verlegen? Ich dachte, das hier wäre fester Boden. Folgt mir! So wie du rast, haben wir da eine Wahl? Ein Drache? Komm nicht zu spät zum Abendessen. Superhai? Das geht gar nicht. Dein Allradblock hat Hausarrest. Wir legen uns nicht mit Haien an. Ich misch mich hier trotzdem ein, denn wenn ich diese Superhai-Aktion verpasse, drehe ich voll durch. Achtung, Flosse im Anmarsch! Ich weiß, mein Auto heißt Fast Fish. Trotzdem möchte ich nicht zu Fischfutter werden. Sie ist weg. Ist noch jemand von euch am Ausflippen? Ja. Puh, ich dachte schon, ich wäre der Einzige. Ich drück jetzt mal ordentlich auf die Tube. Macaroni mit Käse. Danke fürs Hochschleudern, Draven. Drunter und drüber. Na toll. Und wo ist der jetzt?
Wie macht er das? Ich habe da eine Idee, aber ich muss erstmal einen Blick auf die ultimative Garage werfen. Okay, während wir das Ding hier beschäftigen, können du und Raven dort schon mal eure Superhörner zusammenstecken. Bin dabei! Und beeilt euch, mein Auto ist nicht heilfest! Komm, beschäftigen wir sie etwas. Ich nehme den Drachen, du nimmst den Gorilla und wir treffen uns bei der unmöglichen Absprungrampe. Geht klar. Hey du, heißes Ding. Hier riecht es ganz schön nach Affenhintern. Draven, mein großer blauer Freund und ich sind auf dem Weg. Frankenfeuer und ich werden da sein. Ja! Sehr gut gemacht. Ist das ein Tetra-Verstärker? Deswegen glüht auch das ganze Gebäude. Es scheint so, als benutze er die Tetra-Flamme, um die Energie aus der ganzen Stadt zu saugen. Wo locken wir dieses Ding hin? Auf eine wilde Fischjagd! Hochgeschwindigkeit und lahme Witze? Hammer! Ich hoffe, Quinn hat ein paar Antworten bereit, denn irgendwann geht uns der Saft aus. Ja, aber auch Hot Wheels City. Seht mal! Er saugt förmlich die Großartigkeit aus Hot Wheels City. Wozu braucht er so viel Energie? Keine Ahnung, aber es ist so heiß, dass meine Computersysteme durchschmoren könnten. Er benutzt höchstwahrscheinlich ein Kryo-Schild, um die Temperatur zu regeln. Computer sind nicht dafür vorgesehen, bei extremer Hitze oder Kälte zu funktionieren. Das sind Haie auch nicht. Genial! Vielen Dank. Wenn es von dir kommt, ist das ein Riesenkompliment. Gleichfalls. Aber wenn das alles hier irgendwann vorbei ist, werden wir wieder zu Feinden. Erzfeinden. Lass uns jetzt den anderen helfen. Okay, das ist seltsam. Schließlich bin ich die Schnellste von Hot Wheels City. Zweitschnellste. Das besprechen wir später. Wenn er auf einen von uns losgeht, dann sollten die anderen ihn rammen. Die Nase des Hais ist sein Schwachpunkt. Irgendwie bin ich froh, dass du so viele Naturdokus siehst. Ich glaube nicht, dass wir noch lange durchhalten. Ja, ich hab Hunger. Ich bin so hungrig. Ich glaube, ich höre den Eiswagen. Tust du auch. Sieh mal. Danke. Was ist das für ein Ding? Unser super cooler Gefrierstrahl-Eiswagen. Ich schätze, Eiscreme hat er nicht an Bord. Q denkt auch wirklich an alles. Habt ihr einen Plan? Wenn wir den Hai dazu bringen könnten, komplett aus dem Boden herauszuspringen, kann ich ihn erledigen. Herausforderung angenommen. Also, was bringt es uns nochmal, wenn wir den Hai vereisen? Könnte es sein, dass Haie wechselwarme Tiere sind? Wechselwarm? Wechselwarm, das heißt, ihre Körpertemperatur hängt von der Temperatur ihrer Umgebung ab. Wenn wir ihn super schnell runterkühlen, wird er sich nicht mehr teleportieren können. Dann auf zur Skyline-Straße! Gute Idee, die ist so weit oben, dass der Hai vollständig auftauchen muss, um uns zu schnappen. Na komm und schnapp uns doch, du Kaulquappe! Gib's ihm, Quinn, gib's ihm! Maria G. jetzt Hausarrest geben, aber ihre Drohne haltet ihr nicht auf. Der G-Ride ist also wieder am Start.
Was haltet ihr davon abzuhauen, bevor das Ding wieder auftaut? Hat hier jemand Lust auf Sushi? Vielleicht später. Wir haben den Hai erledigt, aber eine Rechnung ist noch offen. Eine große. Wir kriegen dich noch, Nevard. Geht nur mir das so, oder ist alles noch viel verrückter geworden, seitdem wir den Superhai eingefroren haben? Nein, nicht nur dir. Kopf hoch! Echt jetzt! Das ist Fritz, das Maskottchen des Vergnügungsparks. Aber wie ist er hierher gekommen? Viel wichtiger ist doch, warum sollte jemand einen Park fürs Vergnügen bauen? Passt auf, Roboterhund! Moment, Roboterhund? Also der ist definitiv nicht von hier. Ziemlich schwierig, zum Megabusch-Hauptquartier zu gelangen, wenn die Straßen nicht mitmachen. Das ist fast wie in einem Videospiel. Mit einem Unterschied. Ich bin sicher, wir kriegen hier keine extra Leben. Ist das alles Teil von Nevards Plan? Das wissen wir nicht. Er hat den Tetraflammenverstärker auf dem Dach der ultimativen Garage stehen, aber... Wir können uns nicht sicher sein, ob diese Anomalien ein Teil oder Nebeneffekt sind. G-Riders, was ist bloß heute in Hot Wheels City los? Alles schien völlig normal, also hat mich Mom G rausgeschickt, um ein paar Snacks zu holen. Und plötzlich ist auf den Straßen der absolute Wahnsinn los. Checkt zum Beispiel mal diesen riesen Strandball. Schickt mir eine DM oder schreibt in den Chat, wenn jemand von euch weiß, was es mit diesem ganzen Irrsinn auf sich hat. Er erzeugt einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Was? Woher weißt du das? Die Anomalien. Das sind nicht nur Dinge aus Hot Wheels City. Diese Dinge kommen von wer weiß woher oder wann. Zum Beispiel der Riesenhai. Ich vermute, dass diese Spezies seit über 100 Millionen Jahren ausgestorben ist. Er ist aber ganz schön nervig dafür, dass der so alt ist. Nevard versucht garantiert noch etwas viel Größeres herzubringen, um dann ganz Hot Wheels City zu erobern. Wir müssen ihn aufhalten. Dann müssen wir aber echt auf die Tube drücken. Herausforderung angenommen. Das wollte ich schon immer mal sagen. Diese Viecher fangen echt an, mich zu nerven. Zumindest ist der Hai noch tiefgefroren. Das hättest du nicht sagen sollen. Wollten wir nicht Sushi aus ihm machen? Der Hai treibt uns in die Fänge des Skorpions. Die arbeiten zusammen. Dann müssen wir sie eben trennen. Ja, wir spielen sie gegeneinander aus. Bingo. Elliot, du nimmst den Gorilla. Pass auf, du großer Affe! Ich krieg dich jetzt! Quinn den Skorpion, Draven den Drachen und Sophia und ich kümmern uns um den Superhai. Die schnellsten für den größten! Na dann, Hai und Beinbruch! Fast geschafft. Der Gorilla braucht wohl eine Brille. Jetzt fahre ich erstmal ein paar Loopings um dich rum. Zu spät. Super haftende Reifen. Du kriegst mich nicht! Schnapp!
dir gesagt. Köder drückt jetzt ordentlich auf die Tube. Er ist drauf reingefallen. Die Falle hat zugeschnappt. Boah, check das mal. Raven, wie machst du das nur? Laserpointer. Drachen benehmen sich da genauso wie Katzen. Das ist genau das, was ein Superbösewicht sagen würde. Wusste ich's doch. Ein Punkt für den Bösewicht. Ihr seid sehr freundlich. Vielen Dank. Ich unterbreche euer Geflirte nur ungern, aber Scorpio und ich sind fast da und er hat es auf meine Reifen abgesehen. Was ist der Unterschied zwischen dir und einer Raupe? Aus der Raupe wird mal was. Jetzt geht's los! Passt auf da unten! Tick! Du bist dran! Wir lassen es! Richtig, krachen! Also das nenne ich... Teamwork! Ja, vier Monster sind erledigt! Fehlt noch ein böser Klon! Ja! Und jetzt... Die ganze Großartigkeit von Hot Wheels City gehört jetzt mir. Er ist weg! Da ist er! Und er hat einen Tetra-Charger gebaut. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Ich habe eine Idee. Hey, hey, G-Riders. Hot Wheels City steckt wieder bis zum Hals im Chaos. Niemand scheint zu wissen, was Nevard vorhat, während er in seinem aufgemotzten Coupé ein paar Runden durch die City dreht. Aber er sieht unaufhaltbar aus. Hör, aber Moment. Unsere Hot Wheels-Helden nehmen den Kampf auf. Wenn jemand ihn stoppen kann, dann dieses Team. Los, Hot Wheels-Helden! Los! Das ist unsere Chance. Ich bin bereit! Los! Ja! Los, Sophia! Geschafft! Sophia, du hast es geschafft! Wir haben Hot Wheels City gerettet! Die ganze Großartigkeit! Sie ist noch hier! Aber wo ist hier? Oder besser, wann? Hey, Elliot! Kommt dir nicht auch irgendwas komisch vor? Meinst du, dass meine Finger verschieden lang sind? Nein, ich meine die Autos. Die Farben sind futsch. Was ist denn hier los? Das ist bisher mein größtes Schurkenstück. Jawohl, eine Entfärbungslasermaschine, damit alle Autos in Hot Wheels City bloß noch aussehen wie langweilige schwarz-weiße Schrottkisten. Keine Autorennen mehr und keine waghalsigen Stunts. Die bunten Autos werden ab sofort
Nicht mehr bunt sein. Was sagst du dazu, Giftschlange? Entfärber-Lasermaschine ist nur ein Arbeitstitel. Mir fallen bestimmt noch wirklich coole, fiese Namen ein. Wir müssen schneller sein als dieser lahme Strahl. Vollgas! Das nenne ich ein Laser-Looping. Und das ein Laserstrahl-Querschläger. Wieso schleichen wir plötzlich so, Elliot? Forward Force ist nicht derselbe, wenn ihm der purpurfarbene Asphalt fehlt, der sich so schön vom Gibgas-Goldglitter abhebt. Mir fehlt ehrlich gesagt der Schwung, vorwärts zu fahren. Ich habe echt null Bock. Ich weiß, was du meinst. Ohne das Blast die Tür weg schwarz und dem coolen Rot für die Zierleisten, habe ich nicht mal Bock, einen Gang beim Nightshifter einzulegen. Hey, Jungs, wie ist es denn so auf der Kriechspur? Voll öde. Dann muss ich wohl gegen mich selbst antreten. Ich bin sowieso die Einzige, die gegen mich ankommt. Cool. Mach doch, was du willst. Ah, Twinmill! Ich hab gedacht, du willst ein Rennen fahren. Ohne das feurige Rot und den Felgen, die Titanfarben schimmern, ist Twinmill nur einer von vielen anderen. Draven, wetten, dass er uns die Farben der Autos geklaut hat. Und bald wird er der schnellste und coolste Fahrer sein. Ja? Seht ihr? Das ist mein wirklich böser Plan. Ich hab euch doch gesagt, dass ich einen habe. Und wer lacht jetzt? Hat irgendwer Draven gesehen? Oder ist irgendwem eine Laserkanone aufgefallen? So endet also unsere berühmte Rennfahrerkarriere. Wir halten uns strikt an das Tempolimit. Im ersten Gang ein Leben lang. Lass dir Zeit, Kleine. Wir haben es nicht eilig. Schlechte Nachrichten, Jungs. Ich kann Draven nicht finden. Ich fürchte, wir werden für immer langweilig bleiben. Worauf zeigt sie denn da? Auf die Autowaschanlage? Das ist es. Die Wagen kommen so aus der Waschanlage, wie sie vorher gewesen sind. Sauber, bunt und wie neu. Also, willst du behaupten, dadurch werden unsere Autos wieder richtig cool? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Gib Gas! Jetzt zählt wirklich jede Sekunde! Nicht so schnell. Immer schön langsam, Leute. Ich bin jetzt der schnellste Fahrer von ganz Hot Wheels City. Ich komm schon an der Schlange da vorbei. Eines schönen Tages. Haben wir uns in solchen Situationen nicht immer was Abgefahrenes und richtig Supercooles einfallen lassen? Bevor wir so langweilig wurden, waren wir da nicht immer blitzschnell? Gib Gummi! Tritt dein Pedal durch! Volles Brett! Wir brauchen mehr Antrieb. Und deshalb können wir nur eins machen. Den Hot Wheels City Drift. Alter, der ist echt legendär. Aber auch gefährlich. Denn wenn du den vergeigst, dann driftest du vielleicht für immer. Wir haben nur eine einzige Chance. Jetzt, Schleudergang! Also ich nenne das Stunt mit Schlange. Der war gut, Elliot. Gelaufen, Draven. Sieht ganz so aus, als wärst du offiziell immer noch der langsamste und uncoolste Fahrer von ganz Hot Wheels City. Na bitte, offenbar ist in Hot Wheels City alles wieder ganz normal. Naja, also fast normal. Das da ist nicht normal. Nope. Nach einem langen Renntag gibt's nichts Schöneres als einen Ausflug zur Mega-Garage. Stimmt's, Elliot? Stimmt, Chase. Das ist, als ob du mit deinem Lieblingsmenschen Urlaub machst, der allerdings ein Auto ist. Alter, das klingt poetisch. Dieser Parkwächter kommt mir bekannt vor. Ja, klar, weil das Draven ist. Nein, bin ich nicht. Ich bin Graven.
Du hast nur einen Buchstaben geändert. Hey Mann, nerv den armen Craven nicht. Der macht doch nur seinen Job. Du machst das super gut, G-Man. Können wir ein Ticket haben? Ihr werdet kein Ticket brauchen, weil ihr hier nie wieder rauskommt. Was meinst du mit nie wieder rauskommen? Oh, gar nichts weiter. War nur ein Witz. Coole Garage. Ja, das ist wie eine Disco für Autos. Parken, chillen und heiße Karren abchecken. Was geht da denn ab? Sophia Speed. Schneller fährt keiner in ganz Hot Wheels City. Naja, nach mir. Jungs, es wird Zeit, dass wir das ein für alle Mal klären. Wir fahren ein Rennen und dann finden wir raus, wer am schnellsten ist. Dann finde du am besten noch einen Gang in deiner ollen Schnarchkiste, Speed. Mein Dragster hat nämlich Vulkane als Ventile. Und mein Dragster hat, Ventilvulkane. Denk dir gefälligst einen eigenen Spruch aus, Elliot. Wir sind gleich unten! Hey, ich hab gedacht, wir fahren nach unten. Ja, wir sind genau hier losgefahren. Die Autos da haben wir doch gerade gesehen. Ich hab irgendwie den Überblick verloren. Los, weiter. Sophia wartet auf uns. Hä? Jetzt sind wir auf dem Dach. Und ich hätte schwören können, dass wir nach unten gefahren sind. Was geht hier denn ab, Chase? Willkommen in Dravens. Ich meine natürlich Dravens. Mega magischen Garage. Ich hoffe, ihr amüsiert euch, denn ihr werdet bis in alle Ewigkeit hier drin sein, ihr zwei Volltrottel. Was war das gerade? Ihr zwei Volltrottel? Habe ich etwa Volltrottel gesagt? Ich meinte, ihr Blödmänner. Das wird hier langsam gruselig. Wir teilen uns auf. Du fährst nach oben, ich fahre nach unten. Hast du nicht auch das Gefühl, dass wir im Kreis herumfahren? Hast du nicht auch das Gefühl, dass wir im Kreis herumfahren? Das kannst du gern nochmal sagen. Das hab ich doch gerade. Wie kommen wir nur wieder raus aus dieser verflixten Garage? Keine Panik. Wir tun, was wir immer tun, wenn wir uns in einer scheinbar aussichtslosen Lage befinden, bei der es auf umsichtige Planung und geschicktes Manövrieren ankommt. Also das Pedal durchtreten und wie die Irren losfahren? Du nimmst mir glatt die Worte aus dem Mund. Tja, das war leider nichts. Ich wäre gern wieder an dem Punkt, bevor wir hier reingefahren sind. Das ist es. Mit dem Auto kommt man nur auf eine Art zurück zum Ausgangspunkt. Und die wäre? Im Rückwärtsgang. Und? Wir sind wieder da. Netter Versuch, Graven. Aber wir sind deiner megamagischen Garage entkommen. Ja, ach, und Graven, bitte sag Draven, dass Chase und Elliot meinten. Netter Versuch. Entschuldige, dass du warten musstest, Sophia. Wir hingen in einer echt seltsamen Garage fest. Was redest du denn da bloß? Ich warte gerade mal eine Minute. Oh, ja, richtig, cool. Dann wollen wir mal. Gib ordentlich Vollgas, Speed. Und zeig uns mal, wie schnell du wirklich bist. Du bist wirklich das mieseste, böse Genie auf der Welt. Nein, du. Ich bin nur ein netter Parkwächter. Nein, du bist ich. Mit einem anderen Namensschild. Hat einer von euch eine Idee, wo ich geparkt habe? Die neuesten Nachrichten. Ihr wollt riesige Giftmonster, die herumtoben? Bitte, könnt ihr haben. Riesiger Gift-T-Rex. Ja. Mega große Giftschlange. Zu euren Diensten. Viel zu großer Giftgorilla. Anwesend. Und, Sheriff, was haben Sie vor, um die Stadt zurückzuerobern? Ich? Sie sind doch der Sheriff. Nun ja, also ich habe Folgendes vor. Chase und Elliot, genau das hatte ich die ganze Zeit vor. Na,
klar. Kein Problem, Sheriff. Wir erledigen diese wahnsinnigen Monster, bevor sie drückt auf die Tube gesagt haben. Na gut, drückt auf die Tube. Okay, dann vielleicht bevor sie gesagt haben, fahr auf dem Hinterrad. Oder lass die Reifen quietschen. Ihr könnt versuchen, meine Monster aufzuhalten. Aber diesmal sind die Dinge nicht ganz das, was sie zu sein scheinen. Habe ich recht, Riesenschlange? Statte doch diesen beiden Volltrotteln einen Überraschungsbesuch ab. Und richte ihnen bitte recht fiese Grüße von Draven aus. Ja, sicher, mir ist klar, dass du nicht sprechen kannst. Dann zisch doch einfach irgendwas und zisch ab. Wo stecken denn die Monster? Da! Wo? Oh, da! Was ist mit der magisch verschwindenden Schlange? Tja, echt komisch, aber ich sag dir mal was. Dravens Monster sind wieder da. Und wir werden sie auch dieses Mal genau wie beim letzten Mal platt machen. Guter Plan! Das kommt mir hier alles sowas von bekannt vor. Hey, du hässliches Reptil! Hier drüben! Und so wird das sowas von gemacht! Gorilla-Zeit! Er ist angeschlagen. Jetzt geben wir ihm den Rest. Riesengift-Schlange. Erledigt. Riesengift-Gorilla. Erledigt. Jetzt ist nur noch einer übrig. Warte, lass mich raten. Der Riesengift-T-Rex. Hoffentlich funktionieren unsere Airbags. Schätze, ihr könnt Hilfe gebrauchen. Oder einen Anstupser. Riesengiftmonster platt gemacht. Aber sowas von. Nicht zu früh freuen, Jungs. Draven benutzt offenbar sowas. Hey, wo kommen die denn plötzlich her? Schon wieder? Haben die's nicht gerafft? Ich wollte gerade sagen, Draven benutzt offenbar sowas wie einen Schleimteleporter, um seine Monster zu transportieren. Keine Panik, wir haben alles total unter Kontrolle. Ja, total! Hey, Chase, was ist eigentlich das genaue Gegenteil von total? Komm schon, wir müssen das einfach sowas von durchziehen. Keine Chance, sie werden immer und immer wieder teleportiert. Tja, wir kriegen das definitiv sowas von nicht hin. Wartet doch mal, ich hab's. Wir können das Teleportieren so benutzen, dass wir einen Vorteil davon haben. Chase, Elliot, ich sage nur Monstermanöver! Umkreist weiter die Stadt! Treibt die Monster so dicht zusammen wie nur möglich! Das ist mal ein gewaltiger Monsterhaufen. Da ja manche Dinge sowas von immer wieder passieren, wo ist Draven hin? Meinetwegen habt ihr meine Monster vorübergehend besiegt. Aber der Spaß fängt gerade erst an. Und Spaß bedeutet sowas von kein bisschen Spaß. Weil jetzt wird die Sache nämlich so richtig übel. Oh-oh. Au. Au. Wie ich gesagt habe, sowas... von übel. Kann mich mal jemand von diesen Monstern befreien? Ja. Ich habe die neuesten Neuigkeiten für euch. Hot Wheel City wird nun endgültig von meinen Monstern heimgesucht. Und dafür setzt Draven das Fieseste ein, was ihm zur Verfügung steht. Den sogenannten Giftschleim-Teleporter. Hä? Wieso wissen alle Bescheid, was ich Fieses geplant habe? Offenbar hat er sich aus Versehen selbst in seinem Geheimversteck gefilmt, was unsere Redaktion aufgeschnappt hat. Oh, ja. Das habe ich tatsächlich gemacht. Upsi. Ich
Ich hab die Nase echt voll von diesen riesen Giftmonstern. Wenigstens kann's nicht mehr schlimmer werden. Jungs, es ist gerade schlimmer geworden. Das darf doch nicht wahr sein. Tja, da hatte er wohl recht. Hey, Quinn ist wieder da. Ich hab einen Plan. Ihr müsst Draven aus seinem finsteren Geheimversteck locken. Okay, aber damit der Plan funktioniert, fehlt uns noch jemand. Sophia Speed. Du meinst... Yep, denn immerhin ist Sophia die schnellste von Hot Wheels City. Wow, hätte nie gedacht, dass du das mal zugibst. Glaubst du, dass wir hier richtig sind? Naja, es ist echt unheimlich. Finster. Und sowas von furchteinflößend. Und siehst du, es wird von einer Riesengiftschlange bewacht. Das ist definitiv ein Geheimversteck. Hey, was soll das Theater? Ich bin dabei, an meinen übelsten Ideen zu arbeiten. Los, ihr beiden, runter von meinem schönen, bösen Rasen. Hey, mein Giftschleimteleporter, gib den wieder her. Dazu musst du dir den schnellsten Fahrer von Hot Wheels City schnappen, Draven. Neueste Neuigkeiten. Das bedeutendste Hochgeschwindigkeitsrennen in der Geschichte von Hot Wheels City ist gestartet. Diese Trottel haben ja keine Ahnung, dass sogar meine Fernbedienung eine Fernbedienung hat. Und sie rauschen alle direkt in eine Falle. Eine Eilmeldung. Die Fahrer rauschen alle direkt in eine Falle. Was? Woher weiß sie das denn? Oh, ich habe mich selbst gefilmt. Schon wieder. Aber was soll's? Es ist ohnehin zu spät. Hä? Wo kommen auf einmal diese ganzen Gebäude her? Die Monster sind auch wieder da. Ich dachte, wir hätten die Fernbedienung. Jetzt werden meine Monster eure Autos endgültig zerstören. Und ich mache dann die Straßen im La Fasta unsicher und werde ihn ganz offiziell zum schnellsten und coolsten Auto in Hot Wheels City erklären. Mach ein Foto von mir, vom großen Gewinner. Zack, zack. Die Straßen, die du unsicher machst, sind allerdings ganz weit weg, Draven. Megadrome! Oh, das ist unfair. Ihr habt mich ausgetrickst. Ach, ich komme wieder. Niemand hält mich auf. Ich bin Draven! Ich vermute mal, dass wir Hot Wheels City alle noch eine Weile erhalten bleiben. Also, Chase... Hast du echt gesagt, die schnellste von ganz Hot Wheels City wäre ich? Man sagt viel, wenn der Tag lang ist, aber du hast dich ziemlich gut gegen diese fiesen Giftmonster geschlagen. Genau wie du. Im Moment bist du vielleicht die schnellste, aber warte nur, bis ich mein neues Auto kriege. Das ist das Wunderbare an Hot Wheels City. Hier kann jeder mal der Schnellste sein.